Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Forris 82 mit einem neuen Steelbook-Update-Video für euch. Heute gibt es nämlich genau drei Steelbooks zu sehen, aber ihr seht schon, ich habe hier zwei leere Plätze neben mir und ich dachte mir, ich lade einfach mal ein paar Leute ein, die mir beim Unboxen helfen, denn ich habe das langsam mal verlernt. Und da hole ich meinen lieben Lars hier mal mit rein. Und der liebe Ben, die gerade bei mir zu Besuch sind. Wer das Video noch nicht gesehen hat, wo die beiden hier zu Besuch bei mir sind, schaut doch mal die vorigen Videos mal an. Da müsste irgendwo Forris Herberge Nummer, keine Ahnung sein. Besuch von Lars und Ben. Und ja, auf jeden Fall ein cooles Video, das auf jeden Fall werden, weiß ich jetzt schon. Aber jetzt habe ich überlegt, da ja die beiden schon mal hier bei mir Gäste sind, dürft ihr auch mal irgendwas arbeiten bei mir, na klar. Das Weitere ist auch noch der Fall, ich habe von diesen Steelbooks kein einziges gekauft. Aber ich darf jetzt auch jetzt von dir aus ein Steelbook unboxen. Und der liebe Ben darf ein eigenes Steelbook unboxen. Und das ist, glaube ich, dieser Film. Genau. Und du nimmst, glaube ich, diesen Film. Genau. Und wer möchte jetzt von uns euch anfangen? Oder soll ich alleine erstmal anfangen? Immer der fragt. Also gut. Ja, also ich fange dann wohl an. Und ich bin hier, habe ich das Steelbook von Don't Breathe. Ja, ich weiß, davon gibt es ja auch schon ein Unboxing von dem schönen Full Slip von Filmarena. Aber hier eben das, die deutsche Steelbook hat eben der liebe Lars bei unserem Müller gekauft für 22,99 Euro. Guter Preis, ab 60 Jahren freigegeben und der Film, wie gesagt, ist ein Kultfilm ohne Ende. Also finde ich jetzt schon persönlich, also ich finde ihn richtig cool. Bin gespannt, wie er dir gefällt, ganz ehrlich. Hat auch gekauft, dann durch meine Zuredung. Und ich hoffe, du wirst nicht enttäuscht oder zumindest nicht erschreckt. Natürlich nicht. Ja, und der Film geht hier 88 Minuten, ist ein bisschen kurz, finde ich, für den Film. Also, aber echt ein cooler Film. Und natürlich auch hier einiges an Extras dabei. 8 unveröffentlichte Szenen, kein Entkommen, der Entwurf des Gruselhauses, die Besetzung und noch vieles, vieles mehr. Und auch eine digitale Kopie ist auch mit dabei, die ich aber nicht in die Kamera halten darf, wurde mir gesagt. Da er sie gerne selber behalten möchte, ist ja auch völlig logisch. So, und dann machen wir mal das schöne Steelbook hier auf. Ganz liebevoll natürlich, wie immer, ne? Mit kein Gewalt. Verpackungssammler, ne? Genau. Ja. So, und wir haben hier eine schöne Banderole, die mit einem Klebchen versehen ist. Wunderbar. Und ja, das Ding finde ich richtig cool. Soll ich drauf lassen? Ja, ich lasse jetzt mal drauf. Ja. Und zwar hier beim das richtig coole Motiv hier mit dem blinden Mann vorne drauf und Don't Breathe. Und die Augen, wie ihr seht, sind richtig glänzend schön gehalten. Und wenn ich so hinhalte, das ist jetzt auch mein Kopf. Leider haben wir keine Prägung, sehr, sehr schade, aber ich finde es trotzdem richtig cool, das Teil. Hier in das Bein mit Don't Breathe. Ich weiß, wir sind ein bisschen weiter weg, aber sonst würden wir uns alle nicht draufpassen, aber ich bin einfach zu breit für die Welt. Ne? Und hinten drauf auch nochmal ein richtig cooles Backmotiv mit einem richtig coolen Glanzeffekt. Mit hier oben auch, dann, wo dann der gute Steve Lang aus dem Fenster guckt und um die drei Charaktere, die ja eben auch hier schön glänzend dargestellt werden. Innen drin machen wir mal auf und da haben wir eben dann den digitalen Code, den wir nicht in die Kamera zeigen. Und dann haben wir dann noch dann die Blu-ray-Disc und die schaut so aus. Auch sehr schick mit einem schönen Motiv drauf. Und dann haben wir auch noch hier ein richtig cooles Innenmotiv in Farbe und das schaut so aus. Ja, auf jeden Fall, das ist schon mal ein richtig cooles Depot, was du dir gekauft hast. Ja, gefällt mir gut, ja. Ich hoffe, dir gefällt wirklich der Film sehr gut. Also ich war begeistert. Okay. Und bin gespannt auf deine Meinung. So, liebe Filmfreunde, wir machen gleich mal weiter. Ihr beide dürft jetzt euch drum schlagen, wer jetzt hier weitermachen möchte. Dann ich halte jetzt nochmal komplett raus, sonst bin ich wieder böse. Wenn es dem Ben nicht wichtig ist, würde ich jetzt weitermachen. Dann, genau. Dann stelle ich euch mal kurz das andere Steelbook vor, ist auch von mir gekauft worden. Ist nämlich der blutige Pfad Gottes. Weil den Film hatte ich vor Jahren irgendwann mal im Fernsehen gesehen, fand ihn immer sehr gut. Und habe gedacht, ich will die nicht nur jetzt als normale Emery haben, sondern auch als Steelbook, weil er einfach so gut ist. Und ich glaube, eine geniale Leistung von allen Schauspielern, die mitspielen. Genau. Dann machen wir das Ganze mal auf. Also FSK 18 auch, genau. Sehr wichtig zu sagen, nicht, dass ihr euch Kinder den kauft. Eine Laufzeit von 108 Minuten. Und genau,
als sonst auf Deutsch und Englisch da drauf. Ist aus dem Jahre 1999. Ja. So. Jetzt habe ich nicht die Unboxfinger, die der Stefan hat. Nicht nur Unboxfinger. Was hast du jetzt gesagt? Das kann man jetzt sehr weit auslegen. Ja, naja, das kann man auch so auslegen. Ich will Krankenpflege. So. Ich komme in vier Löcher rein. Ach komm, bitte. Wir hatten schon vorhin das Thema Kopfkinos, Leute. So, hier, so, haben wir so eine Schutzfolie drüber. Eine Schuber, ja. Ja, ein Schuber, genau. So. So, so sieht das Ding ohne Schuber aus. Sieht man jetzt vielleicht nicht so gut in dem Licht, weiß ich nicht. Ich kann so hinten. Ja, genau, dann gucken wir mal. Sprich. Genau. Also, ich finde das Frontartwerk wirklich sehr schön, weil es hat so ein. Also, es sieht ja so gezeichnet aus. Das finde ich auch gut, weil. Das erkennt man sonst so nicht, finde ich. Und gefällt mir persönlich einfach ganz gut. Mit der Maria ist es, glaube ich, mit der Pistole in der Hand. Und ja, passt super zu dem Film. Ja. Das Bein sieht so aus. Genau. Einfach nochmal mit dem Schriftzug. Und dann hinten auch nochmal ein sehr schönes Artwork, was auch super zum Frontartwork passt. Genau. Das ist, glaube ich, das einzige Mondo XT-Book, was, glaube ich, in Deutschland jemals rauskam, glaube ich. Okay. Da weißt du besser. Alle anderen sind, glaube ich, überall für Ausland so erhältlich. Okay. Aber genau. Ja. Innen drin haben wir auch noch was. Genau, innen drin haben wir zwei Discs, überrascht mich gerade ein bisschen. Wusste ich nichts von, aber eine nette Überraschung. Und ja, der Stefan kann ja kurz mal die Kamera halten, der sitzt näher an der Kamera. Blu-ray-Disc? Genau, das ist wahrscheinlich der Hauptfilm, denke ich mal, wenn er ab 18 ist, oder? Das ist der Hauptfilm, ja. Genau. Genau. Das ist Overnight. Overnight, genau. Die Bonus-Disc. Die hier irgendwie nie irgendwo vermerkt. Dokumentation Overnight hier. Ah, super. 82 Minuten. 82 auf DVD aber. Okay. Aber auch nicht weiter schlimm. Ich bin jetzt nicht so der DVD-Hater wie viele andere. Genau. Und der Intro passt halt perfekt zum ganzen Steelbook. Auch wieder dieser gezeichnete Gottes-Effekt, sage ich mal. Gott- und Christen-Effekt. Und mir gefällt das Steelbook richtig gut. Hat alles in allem ein sehr einheitliches Bild, wie etwas aussieht. Und leicht glänzend, also nicht ganz matt, ist glaube ich auch Fingerabdruck empfindlich und ja, gefällt mir sehr gut. Sehr cooles Teil. Ja, finde ich auch. Genau, nochmal kurz den Schuber vielleicht nochmal kurz zeigen. So. Ja, sieht man jetzt nicht so viel wahrscheinlich, aber einfach nochmal so die Infos und so ein durchsichtiger Hartplastikschuber. Ist ganz gut, dann zerkratzt nicht ganz so schnell. Genau, das war es auch schon von mir an der Seite. Jetzt genau, dann kommen wir jetzt zum letzten. Das ist das Demonic Steelbook. Hat 9,99 € gekostet. Soll sogar laut dem Druck von der Limited Steelbook sein, aber da verlasse ich mich jetzt erstmal nicht drauf, weil heutzutage ist sehr viel Limited, was dann aber so um die paar Millionen Mal doch existiert. Und das ist ja, ein paar Millionen ist auch eine Limitierung. Sogar die Müllermilch ist heutzutage limited, ja. Ja, aber wenn das dann so ein paar Millionen Mal, also das ist für mich dann schon keine Limitierung mehr. Das war auch wirklich mehr sarkastisch gemeint. Dann machen wir das Ganze einfach mal auf. James Wan-Film ist das sogar. Ja, von der selben Regie, die auch The Conjuring und Insidious gemacht hat. Ich bin zu doof für das, ne? Die sind keine Unboxer, müsst ihr wissen. Ja, das halt echt nicht. Also ich bin absolut kein Unbox-Typ, so. Also ich habe immer mega die Panik, gerade bei diesem... Soll ich dir... Gerade bei diesem Artwork... Beim Abpoppen helfen. Ja, lass dir mal vom Profi helfen. Also ich habe auch gerade mega Angst, da irgendwas zu zerkratzen, ne? Mit Geduld und Spucke fängt meine Mucke. Genau. Du produzierst heute so viele Kopfkinos in meinem Kopf, das glaubst du gar nicht. Ja, eben, jetzt ist genau das passiert, was nicht passieren soll. Ich bin absolut nicht für dieses Unboxing gemacht, ne? Du machst es ganz toll. Ich bin begeistert. Wir sind stolz auf dich. Wir haben genug Zeit. Die Zuschauer mögen lange Videos, haben sie mir gesagt. Ja, dann ist alles super. Ja, gut, der lange Video. Also dann lasse ich mir jetzt auch sehr viel Zeit. Ich vertreib's nicht. So. Wir haben es geschafft. Ja, der erste. Wir haben es doch noch abbekommen. Ich sehe schon, ein zerreißtes Buch. Ja, so. Ist mir auch schon oft passiert. So. Dann haben wir hier
Das Frontartwork finde ich sehr cool gemacht. Mit diesem quasi Schwarz-Weiß-Effekt. Bis auf das Rouge, ne? Bis auf das bisschen Rouge im Gesicht. Aber ich weiß auch nicht, ob man das im Video sieht, aber die Augen selbst haben so einen Silberglanz-Effekt. Finde ich auch wirklich cool gemacht, gerade weil das ja auch ein Horrorfilm ist. Das auf dem Back-Artwork... Das sieht schon immer echt geil aus. Das, also da bin ich echt sehr fasziniert von. Das hat so ein paar Bäume, die so ineinander verwachsen sind mit eben diesem Haus, in dem dieser Film spielen soll. Der hat eine Gesamtlaufzeit von 83 Minuten, finde ich auch. Wird immer kürzer. Wird immer kürzer, ja. Aber ich mag auch kurze Filme lieber als echt? So lange Filme. Ja, muss ich also wirklich... jetzt sieht man noch das Bein, das finde ich auch ziemlich cool. Also, ja gut, was heißt cool? Jetzt sehe ich es wirklich, also dann finde ich es doch nicht so cool. Also das Bein ist dann doch etwas langweiliger, als ich gedacht habe, aber ich glaube, das ist ja auch relativ passbloß auf, dass es... Du weißt nicht, dein ist dabei wie euch. Hä? Auch zwei Discs? Schau mal. Auch zwei Discs. Ist immer saus? No. Nee. Nö. Stehst du drauf? Fall ich dich von dem Buch? Ach, da steht's, ja. Okay. Also wir können alle nicht lesen, wir sind die Anonyme. Also dann sind wir heute die Anonyme Nicht-Lesen-Können-Gruppe. Auch interessant, so sieht das Ganze dann von innen aus, jeweils echt mit cool. Der Blu-ray und mit der... Das mit der DVD ist natürlich echt cool. Und das für 9,99 Euro ist ja geil. Das für 10 Euro. Also ich muss auch sagen, das wusste ich nicht bis jetzt. Also ich glaube. Und auch Indruck und für 10 Euro. Natürlich auch noch ein Indruck. Das nehme ich mal an, ist dann eine der Szenen aus dem Film. Gefällt mir im Großen und Ganzen sehr gut. Also jetzt macht mir aber dieser Film irgendwie schmackhaft, muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn er von James Wan ist. Conjuring fand ich schon richtig geil, ne? Ja. Also gibt uns einen Tag und einen Tag später kommt dann ein Video von Stefan, ein Unboxing zu diesem Film von ihm. Nein. Also ein Video und fertig und gut ist. Ja, cool. Genau. Also. Ich find auch diesen... Ja gut, man sieht es jetzt, ne? Das ist ein bisschen Fingerabdrücke, aber ich finde auch diesen Matt-Effekt irgendwie total cool. Mhm. Also die Augen glänzen schon. Ja, bis auf die Augen, die haben halt diesen Silberglanz-Effekt, ne? Das finde ich irgendwie ganz cool. Gut. Ja, liebe Filmfreunde. Ich stelle das einfach weg. Ja, liebe Filmfreunde, das waren die drei von der Tankstelle. Oder nichts hören, nichts sehen und. Nee, nichts hören, nichts sehen und nichts sprechen. Hören das? Machen wir das. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, die drei Affen. Die drei Affen, kennst du das nicht? Nee. Machen wir, du siehst nichts. Okay. Ich mache den Mund zu. Ja, liebe Filmfreunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das etwas andere Unboxing-Video mit den Special Guests. Aber vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Kein Problem, sehr gerne. Echt sau cool. Schön, dass wir mitmachen. Natürlich. Haben auf jeden Fall unseren Spaß gehabt. Aber natürlich auch das andere Video natürlich von uns. Ja. Und schreibt immer rein, wie ihr diesen Film findet. Diesen und natürlich auch diesen Film. Mhm. Aber ganz persönlich interessiert mich dieser Film am meisten. Den kenne ich echt persönlich noch nicht. Also, das würde mich auch aber gespannt, auch mal interessieren. Wie dir da gefällt. Also, weil wenn er wirklich gut ist, dann könnte er vielleicht auch... Also ich meine, wenn das dieselbe Regie ist wie bei Insidious, also schaut und ganz gut also dann scheint das vielversprechend zu sein. Allerdings. Gut. Ja, das war's von diesem Unboxing-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis demnächst, euer Forsten 80 mit Lars und mit Ben. Ciao, ciao. Ciao. Peace.